Viel Protest gab es heute im Land. In Stuttgart gingen rund 1300 Gegner von Mobilfunkstrahlung auf die Straße. In Stuttgart haben nach Polizeiangaben rund 1300 Menschen für den Erhalt sogenannter strahlungsfreier Lebensräume demonstriert. Zu der Veranstaltung hatte ein Aktionsbündnis aus Freiburg aufgerufen. Der Protest richtete sich gegen Mikrowellenstrahlung aller Art. Nach Ansicht der Demonstranten fördern Handys, Mobilfunkmasten oder auch Mikrowellen ernsthafte Erkrankungen wie Krebstumore oder Multiple Sklerose.